Hallo, liebe Engelfreunde. Ich möchte euch heute am 31. August die Engelbotschaft für den September vorlesen. Beim letzten Mal auch schlage ich euch vor, dass ihr, nachdem ich die Botschaft beendet habe, das Video kurz anhaltet oder sogar ausschaltet, um ein bisschen in euch zu gehen und nachzuspüren. Die Botschaft ist wie immer sehr intensiv und voller Ideen und Impulse. Also erlaubt euch einen Moment der Ruhe, denn nach der Botschaft werde ich euch ein bisschen aus meinem Leben erzählen, wie ich das Thema empfinde. Das Thema für den September ist Dankbarkeit. Fokusveränderung durch Dankbarkeit. Geliebte Seelen, Dankbarkeit ist ein wichtiger Schlüssel zum menschlichen Glück. Die westliche Zivilisation hält so viele Möglichkeiten für eine wundervolle Entwicklung eurer Persönlichkeiten bereit. Ihr habt viel freie Zeit, in der ihr euch mit Aufmerksamkeit, der Liebe, der Hingabe, dem Glück und dem inneren Frieden zuwenden könnt. Die meisten Menschen leben in einer Fülle, die sie gar nicht mehr bemerken. Nun drängt die Energie der Erde hinein in eine neue Dimension. Das Bewusstsein erweitert sich durch diese Energie auf sehr radikale Weise. Das Dunkle kommt ans Licht, sowohl im Kleinen als auch im Großen, auch in euch. Ihr habt ausreichend Zeit und Raum, euch diesem Schatten zu widmen. Ihr habt viele Möglichkeiten, um Frieden mit der Vergangenheit zu schließen und die Liebe zur Basis eures Lebens zu machen. Nutzt ihr all diese Möglichkeiten? Oder lenkt ihr euch noch immer ab mit den großen und kleinen Spielen, die euer Licht einschränken und verhindern, dass ihr wachsen könnt? Ihr allein entscheidet. Dankbarkeit verändert euren Fokus. Wenn ihr morgens den Tag mit Dankbarkeit beginnt, verändert sich die Energie, in der ihr durch die Zeit fließt. Morgens schon dankbar für all die Ereignisse des Tages zu sein, die noch kommen werden, schickt viel positive Energie voraus. Ihr könnt euch auf die vielen Stunden freuen, die vor euch liegen. Dankbar zu sein für euren Körper gibt diesem Kraft und stärkt die Selbstheilungskräfte. Dankbar für das Dach über eurem Kopf und eure Arbeit zu sein, bringt Leichtigkeit und frische Energie in den Alltag. Dankbar zu sein für die Menschen, die ihr geliebt habt und jetzt gerade liebt, lässt diese in vollkommen neuem Licht erstrahlen. Sie haben euch bis hierher begleitet und geformt, mit eurem bewussten und unbewussten Einverständnis. Alles geschieht nur aus eurem freien Willen heraus. Ihr seid längst keine Sklaven mehr und wart es nie. Ihr habt schon lange mehr Freiheit, als ihr oft erkennen könnt. Wie nutzt ihr diese Freiheit? Seid ihr dankbar dafür? Aus dieser Freiheit heraus könnt ihr entscheiden, was ihr mit eurem Leben anfangt. Alte Gewohnheiten können sich mit Geduld und Hingabe verändern. Beziehungen können mit Achtsamkeit und Zärtlichkeit erfrischt oder mit Liebe und Verständnis gelöst werden, damit sich jeder so entfalten kann, wie es richtig für ihn oder sie ist. Seid dankbar für das, was um euch ist. Nichts ist selbstverständlich. Ihr habt es um euch herum gesammelt, weil es euch wichtig erschien und erscheint. Seid dankbar dafür. Ihr entscheidet jeden Tag neu. Eine Entscheidung ist am sinnvollsten, wenn sie in innerem Frieden und mit Liebe und Freude getroffen wird. Diesen Zustand erreicht ihr, wenn ihr euch bewusst macht, in welcher Fülle ihr seid. Wir sind bei euch, um euren Blickwinkel zu verändern. Wir schenken euch die Kraft und den Mut, dankbar zu sein und Frieden zu schließen. Dankbarkeit ist der beste Weg zur Vergebung. Ihr könnt erst die Vergangenheit ruhen lassen, wenn ihr die Schätze darin erkennt. Jede göttliche Seele, die euch bis hierher begleitet hat, verdient Dankbarkeit. Erst auf diese Weise können alte Wunden heilen. Nehmt euch jeden Tag ein paar Minuten Zeit, um dankbar für die alltäglichen Dinge und auch für eure Vergangenheit zu sein. So lange, bis darin Frieden herrscht und immer wieder ein altes Gefühl von Wut oder Angst auftaucht. Immer dann seid dankbar.
Blickt zurück, atmet tief und lasst ganz viel Liebe, Verständnis und Freude aus dem Jetzt in den Zeitpunkt fließen, der euch verletzt hat. Ihr seid jetzt in Sicherheit. Wir sind bei euch. Alle Engel sind da, um euch zu helfen. Wir sind hier, um euch zu helfen, im Hier und Jetzt glücklich zu sein. Wir kennen keine Zeit. Ihr könnt uns in die Vergangenheit schicken, um euch dort zu umarmen und euch zu trösten. Wir helfen gern. So entsteht Heilung. Dankbarkeit verändert alles. Am Abend dankbar für die Ereignisse des Tages zu sein, würdigt euer Werk. Ihr könnt stolz sein auf das, was ihr geleistet habt. Ihr könnt glücklich sein über all die schönen Momente. Und ihr könnt euch schon auf den kommenden Tag freuen, an dem wieder neue Wunder geschehen. Dankbarkeit ist eine wundervolle Form des Schöpferdaseins. Liebe ist die Basis. Liebt euch selbst, liebt euer Leben. Seid dankbar für euch selbst und alles, was ihr bis zu diesem Moment erlebt habt. So legt ihr einen weiteren Grundstein für eine herrliche, glückliche Zeit. Alle Engel sind bei euch, um euch auf diesem Weg der Dankbarkeit, der Veränderung und der Liebe zu begleiten. Wir schenken euch Energie für alles, was ihr erreichen wollt, denn wir lieben euch, wie ihr seid und dafür, dass ihr seid. Fühlt euch sicher und geborgen, denn ihr seid göttliche Seelen auf einem wundervollen, göttlichen Weg. Danke. Ihr könnt jetzt eine Pause machen oder mir weiter lauschen. Ich selbst habe im letzten Monat, in dem die Stille die Botschaft der Engel war, sehr viel erlebt. Ich habe mich die letzten Monate sehr verausgabt und viele meiner Schatten erlebt, allein dadurch, dass ich kaum Energie hatte, mich selbst wirklich gut zu versorgen. Ich habe gelernt, dass es sehr wichtig ist, Hilfe anzunehmen, auf mich aufzupassen und zu schauen, was mir wirklich wichtig ist. Ich habe gelernt, dass ich meinen Fokus nur verändern kann, wenn ich dankbar für das bin, was ist. In all dem Alltag, dem Stress und der Hektik vergessen wir allzu schnell, was wir wirklich schon besitzen, was wir wirklich schon erreicht haben. Ich habe ein paar wichtige Menschen um mich herum, die mich das täglich lehren, die mich täglich erinnern, wie viel ich schon erreicht habe und was alles schon Großartiges in meinem Leben passiert ist. Dafür bin ich extrem dankbar. Ich bin dankbar für euch, dass ihr meinen Botschaften lauscht, dass ihr euch berühren lasst im Herzen, dass ich zu euch sprechen darf. Ich bin dankbar für jeden Tag, auch wenn es mir nicht immer leicht fällt, die Herausforderungen anzunehmen. Denn egal wie lange man den Weg der Seele geht, wie aufgeschlossen und glücklich man ist, es gibt immer zwischendurch ein Tief. Und auch das gilt es zu akzeptieren. Ich sitze heute vor meinem Sterntor der Dankbarkeit und ich kann alle, die sich dafür interessieren, nur ermuntern, auf meiner Homepage, die im Abspann gezeigt wird, einmal nachzuschauen, was dort für eine schöne, wertvolle Botschaft aus der Welt der Sterntore zum Thema Dankbarkeit gekommen ist. Ich wünsche euch einen wundervollen September. Ich hoffe, dass das Wetter uns einen goldenen Herbst schenkt und einen schönen Spätsommer. Seid alle umarmt und ich freue mich auf die nächste Botschaft. Schön, dass ihr da seid. Danke.